Während die USA im Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon Wege zur Vermeidung eines Krieges ausloten, geht der gegenseitige Beschuss vorerst weiter. Die israelische Luftwaffe reagierte auf erneute Angriffe im Norden Israels mit Attacken auf Stellungen der Hisbollah im Süden des Libanons. Israel wolle nach den Worten von Verteidigungsminister Gallant keinen Krieg, sieht die Armee aber dafür gerüstet.